Vor allem in der ersten DFB-Pokalrunde hat der Waldhof seine Fans restlos begeistert mit dem 2-0-Sensationssieg gegen Eintracht Frankfurt. Doch das ist weit weg. Patrick Glöckner hat aktuell wenig Grund für Begeisterung. Der Aufstieg quasi verspielt nach dem enttäuschenden 0-1 gegen Freiburg. Daher fünf neue drin, unter anderem Dominik Martinovic. Im Hinspiel mit Sahnetag drei Treffer, mittlerweile aber in der Formkrise. Mannheims Tormaschine seit 5. Februar ohne Treffer. Dazu erzielte er 10 seiner 11 Tore in der Vorrunde. Aber die Gäste aus Mannheim in Weiß von links nach rechts an der Bremer Brücke schwungvoll und motiviert gegen Osnabrück. Fehlpass und dann geht's schnell. Die Passstaffette rollt über Kota, neu drin und auch Martinovic. Und da ist er doch, zweite Minute, erste Chance. Solche Zuspiele braucht der gebürtige Stuttgarter, um die Handbremse zu lösen. Dominik Kota, die KSC-Leihgabe, sucht direkt den Stürmer vorne drin. Der Ball hoppelt noch ein bisschen, daher kriegt Martinovic den nicht mehr ordentlich kontrolliert. Aber Mannheim macht Betrieb. Wagner heute als Spielgestalter auf der 10, legt ihn wieder raus auf links. Wieder Dominik Kota. Donko hinterläuft. Die Strafraumbesetzung ist gut. Martinovic, Wagner 0-1. So schnell geht's. Dritte Minute, Mannheimer Topstart. Fridolin Wagner, sein zweiter Saisontreffer, und Patrick Glöckner hat hier scheinbar richtig durchgewechselt. Kota, neu drehen, macht Betrieb. Dann gut hinterlaufen von Donko. Und Martinovic legt ihn noch mit der Hacke zurück. Ich unterstelle ihm, das war Absicht. Wagner von Osnabrücks Defensive komplett alleingelassen. Gut 14.200 in Osnabrück vom Tabellenvierten mit den Aufstiegsambitionen. Kommt bislang fast nichts. 11. Minute, dann mal Freistoß. Opoku. Fürs Erste geklärt von Mannheim. Köhler macht ihn aber noch mal scharf. Und dann kommt der Ball über Klaas zu Trapp. Trapp, Rossipal, passt auf. Alexander Rossipal heute auf der 6 vor der Viererkette bei der 11 von Patrick Glöckner. Und der hat sein Team heute richtig gut eingestellt. Mannheim lässt eine halbe Stunde lang aus dem Spiel mal so gar nichts zu. Steht gut gestaffelt. Kaum Räume zur Entfaltung für den VfL. Dann aber diese Szene. Segert gegen Kunze, nichts Wildes, aber Schiedsrichter Ittrich pfeift. Freistoß, Top-Position für Daniel Schernings Mannschaft, für Osnabrück. Schnatterer, der legt sich da hinter die Mauer. Und Freistöße beim VfL, eine Sache für Marc Haider. Kommt irgendwie ganz krumm und das Ding ist drin. Was für ein Ei! Omar Traoré, der Rechtsverteidiger, lässt sich feiern. 30. Minute 1-1. Marc Schnatterer, der die in Mode gekommene Freistoßwurst gibt, fälscht den ab. Traoré geht entschlossener als Donko nach und dann sieht Waldhof-Keeper Königsmann unglücklich aus. Reagiert natürlich erstmal, kommt dann nicht mehr rechtzeitig nach vorne, hüpft dazu noch und Traoré köpft den dann glücklich durch die Hosenträger von Mannheims Nummer 1. Der gute Mannheimer Start, futsch. Und das nicht wirklich verdient. Kleine Schockstarre danach, immerhin in der 44. Gutes Zusammenspiel zwischen Wagner und Schnatterer. Wagner, und dann geht der Protest in Richtung Schiedsrichter Ittrich. Handspiel wollen sie gesehen haben, aber Köhler, der hält sich die Nase. Und hier sieht man, Köhler bekommt den Ball ins Gesicht. Daher richtige Entscheidung für mich. Und der Beweis, Sven Köhler blutet aus der Nase, Schnatterer Segert und Co. belagern zwar Ittrich, bringt aber nichts. Es bleibt beim 1-1 zur Pause. Zu wenig Ertrag für Mannheims Energievortrag. Zweite Hälfte, keine Wechsel bei Mannheim, bei Osnabrück. Simakala mit der 11 für den Ex-Ulmer Hiegel im Spiel. Mannheim immer einen Schritt zu spät, so hat Köhler Freiheiten im Mittelfeld. Und eine Idee bringt Opoku ins Spiel. Gegen Verlat. Opoku gegen die Querlatte. Was für ein Pfund vom VfL-Stürmer, danach abgepfiffen nach Foul an Verlat. Aber hier zeigen die Osnabrücker, warum sie noch um den Relegationsrang kämpfen. Toller Steckpass von Köhler. Opoku lässt erst Verlat alt aussehen und dann nicht nur den Querbalken zittern, sondern ganz Mannheim. 49. Großes Glück für die Gäste. Und deswegen überlegt Patrick Glöckner scheinbar, wen er einwechseln könnte, um neuen Schwung zu bringen. Nach 67 Minuten macht dann Dominik Kota Platz. Stark angefangen im linken Mittelfeld, dann aber nachgelassen. In der zweiten Hälfte Josef Boyamba soll neues Offensivfeuer entfachen. 14 Torbeteiligungen, die letzten 4 Spiele, aber keine mehr.
Das Spiel im Plätschermodus. Bei Traumwetter in Osnabrück noch keine Offensivszene. Mannheim schon mehr als 70 Minuten rum. Dann mal Kostli macht hier Dampf und nimmt dann die Luft raus. Wartet und wartet. Auf wen? Auf Wagner! 2-1 Mannheim. 71. Minute Doppelpack. Die Wagner-Festspiele von Osnabrück. Eine Inszenierung der Extraklasse. Der 24-Jährige macht das höchst anspruchsvoll. Vor der Saison ja aus Uerdingen gekommen, eher Ergänzungsspieler. Und hier drückt er die Flanke von Kostli maßgenau ins Eck. Keine Chance für Kühn. Und ganz plötzlich 2-1 Mannheim. Der Traum von Platz 4 lebt wieder. 3 Minuten später Osnabrück mit Klaas und Simakala, der den Ball gewinnt. Raus auf Opoku, hat schon 15 Assists. Opoku, fast Nummer 16. Simakala haut den drüber. Aber Osnabrück bleibt latent gefährlich bis zur Nachspielzeit. In der sind wir jetzt schon, springen direkt mal rein. Nochmal Ecke für den Tabellenvierten. Kühn, der Keeper mit vorne, hat einer aber offenbar nicht auf dem Zettel. Klaas in Richtung eigenes Tor. Das ist gefährlich, hat dann aber Glück, dass der nicht ins, sondern neben das Tor rollt. Und das war's dann. Nach 3 sieglosen Spielen Mannheim wieder mit einem Ausrufezeichen. Das 2-1 in Osnabrück gibt dem Waldhof nach den letzten Wochen Genugtuung. Ich wusste, dass die Mannschaft heute was zurückgeben wollte. Und ich weiß auch, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht normalerweise präsentieren kann als das von letzter Woche. Und von daher hatte ich ein sehr gutes Gefühl vor dem Spiel. Die Mannschaft war ruhig, sie war fokussiert und sie wusste, was auf sie zukommt. Ja, in 2 Situationen konnten wir dann einfach mal zu Ende spielen, das Ganze, und uns belohnen. Und ich glaube, das war im Großen der Schlüssel heute. Der Aufstieg zwar abgehakt, Platz 4 aber im Fokus. Waldhof wieder in der Spur, das Ziel DFB-Pokal. Sollten sie mit so einer Leistung doch erreichen.